Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Videoblogger-Story. So, wir spielen mal eine Runde weiter. Wir hatten ich habe jetzt ein paar Tage nichts aufgenommen gehabt von dem Spiel. Wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Wir haben 10.000 Abos erreicht gehabt und wir haben... Hier gibt's was Neues. Twitch-Button eigentlich. Alles klar, also gibt es ja auch schon auf jeden Fall, gab auf jeden Fall, glaube ich, mal ein Update. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wann. Aber gut, was ist das? Nehmen wir mal das. Warum nicht? Hintergrundmusik, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir das. Ach du Scheiße, was ist das denn? Press the Spacebar to start and Space to pause. Hit via ist hier, was ist denn, line bottom of the window. Aha. Ja. Ah, okay. Ach so, geht das. Aha, also gleich ein Minispiel. Okay. Relativ einfach eigentlich. Oh, das war zu früh gedrückt. So, auch zu früh gedrückt. So. So schwer ist das jetzt aber nicht. Finde ich. Ich frage so, wann hört das auf? Wir haben gerade 209 Zuschauer. Krass, der hätte ich auch mal auf Twitch. So, verkackt. Oh, auch verkackt. So. Oh. Ja, wird auf jeden Fall schneller. Ups. Oh, wir haben eine Donation gekriegt. Ja. Frage ist jetzt, wann ist das vorbei? So. Ja, man sollte auch vielleicht auf A drücken, wenn da A steht, du Ochs immer. Wann ist denn das vorbei hier? Oder geht das jetzt irgendwie ewig hier immer? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ja, verkackt. Warum auch nicht? So. Das komische W. W, A. A. D. W. Und nochmal das W. Da, da. So. So. Schön. W, A, W, A, D, S, W,
Jetzt wird es aber langsam schnell. Obwohl ich da jetzt eigentlich kein Problem mit habe, weil es umso schneller geht, umso einfacher ist das, finde ich. Oh. Ah, Stream is going to end very soon. Naja, da haut mich jetzt aber nicht so vom Hocker, von muss ich sagen, halt. Naja, 7 Dollar verdient damit. Haut mich jetzt aber nicht so. Watcher ist das hier, okay? Haut mich jetzt aber nicht so vom Hocker, muss ich sagen. Ist jetzt auch nicht so geil, finde ich. Was hat er als letztes überhaupt gemacht? Over. Ach ja, wir hatten ja nur noch Ark, Fallout und Over. Und dann heißt Ark 009 ist eigentlich dran. So, jetzt ein bisschen warten. Ah. Wir spielen mal wieder ein Let's Play. Wir spielen Ark. Wir spielen natürlich die ganzen Sachen hier. Wir machen mal ein bisschen auf Humor. Warum nicht? Und machen mal Joy. So. Gib ihn. Er rattert erstmal mit der Baumaschine da durch. Das nächste Ziel wäre ja im Prinzip 100.000. Das nächste Ziel ist wahrscheinlich erstmal neue Klamotten. Ich weiß nur noch nicht wie oder was. Keyboard hatte ich noch gekauft. Eigentlich wäre sowas hier die nächsten hier. So welche Sachen. Oder einen neuen Stuhl vielleicht mal. Mal gucken. Mal gucken. Was wir machen. Ja. Ark 009. Next. Wir machen natürlich wieder das hier. 22 Dollar und fast 5000 Views wieder. Sehr gut. So läuft es. 5000 Views. Und 10 Comments mal wieder. Woop. I love you. Okay. Alles klar. So, jetzt machen wir dann wieder Fallout 4. Würde ich sagen. Kann man hier neue Games kaufen? Ne, ich glaube nicht, oder? Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob es noch Neues gibt. Ne. Leider nicht. Doch, das ist neu, glaube ich, oder? Das war das letzte Mal nicht. What's under your blanket? Mal, was ist das denn? Ja, keine Ahnung, ist auch egal. Was ist, was pennst du denn immer noch? Herr von uns, du hast 100%. Machen wir was. So, das. Wir machen mal wieder ein bisschen Intelligence rein. Und dann machen wir mal. Bisschen Surprise. Warum nicht? 3 Tage nimmt er auf. Das ist ein sehr langes Let's Play. Muss man ja sagen. Obwohl, ja gut, wenn man jetzt Nachbearbeitung und so mitrechnet. Könnte das schon mal länger dauern. Was ich eigentlich letztes Mal schon sagen wollte, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwann mal irgendwas erzählen soll. Sei zum Beispiel vielleicht ein paar Tipps, wenn man selbst Let's Play machen will oder sowas. Oder keine Ahnung, irgendwas, was euch vielleicht einfällt. Mir ist das relativ wumpe. Ich bin da auf jeden Fall offen. Für gewisse bestimmte Themen, mein Gott. Kann alles Mögliche sein, was ihr möchtet. Ich werde gleich nochmal einen Stream machen, mal gucken. Wie das Minispiel geht anhand auf dem Sack, habe ich das Gefühl, finde ich. Aber gut. Aber trotz allem muss das Spiel doch noch einiges durchlaufen. An, an gewissen Sachen.
Mama Rock, Mama hier. So. So. Fangen wir da mal an. Machen wir nochmal einen kleinen Stream hier. Ach so, sobald man das die Dinger schafft, kommen direkt neue Zuschauer zustande im Prinzip. Alles klar, jetzt habe ich verstanden. So. Man müsste aber noch einstellen können, wie lange man hier im Prinzip streamen möchte, dass das nicht so wirklich ewig dauert. Das dauert ja doch sehr lange, finde ich. Dieses Minispiel und sich da die ganze Zeit da irgendwie ein paar Minuten drauf zu konzentrieren, das ist ein bisschen nervig. Ich habe nichts gegen Minispiele in Spielen, na klar, warum auch, aber die sollten schon wohl dosiert sein. Finde ich jetzt. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber es ist meine Meinung. So. Wollen wir noch eine Donation fragen? Kam keine, toll. Warum auch? Ah. Jetzt kam eine. Na, ein Dollar. Schönes Ding. Ich habe auch Thank You gemacht. Hoffe ich. Ja, schade. Verkackt. Habe ich auch. Ma. Wollen ganz schön viele Frauennamen da. Sehe ich gerade mal. Immer Danke sagen, sowieso. Ja. So. 7 Dollar mal wieder. Ist jetzt auch nicht so viel. 362 Total Views. 2 Subscriptions gekriegt. Das ist auch nicht die Welt. Mit Videos macht man irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Vor allem, wir kriegen 22 Dollar dafür. Ja, ist ein schönes neues Gimmick, wenn da ein bisschen ausgebaut wird. Vor allem, weil das steht ja noch Coming Soon bei den meisten Sachen. Kann man mal drauf warten, was da noch kommt. Die Frage ist, was ich mir jetzt stelle, soll ich einfach mal privat weiterzocken, bis die 100.000 erreicht sind? Ich glaube, das mache ich dann auch für die nächste Folge mal einfach. Schauen wir einfach mal, weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt 1.000 Videos mache, wie ich auf die 100.000 dazu komme. Da dauert ja ewig. Deswegen, da schauen wir einfach mal. Dass ich sagen wir mal bis 95.000 Spiel vielleicht und wenn die 100.000 erreicht sind, werde ich aber auch wahrscheinlich das erstmal pausieren. Weil sonst lohnt sich's eigentlich nicht. So, wir machen wieder mit Ark weiter. Ark 010. Hat einfach den Grund. Es ist noch nicht so viel im Spiel drin. Man kann nur Videos machen oder halt streamen jetzt. Nach dem letzten Update wohl. Man kann aber sonst nichts machen. Das ist das große Problem. Ist aber ein schönes Spiel. Also ich will es jetzt nicht schlecht reden für das.
Fehlen halt noch ein paar Sachen. Es fehlen tatsächlich, finde ich, dass die Spiele auch von der Qualität heruntergehen, dass neue Spiele rauskommen. Nicht von vornherein alle verfügbar sind, wie der hier ist. Ja. Sollte man definitiv vielleicht ein bisschen anders lösen. Finde ich. Also sollte man auf jeden Fall anders lösen. Man sollte vielleicht wirklich dann irgendwie so eine Jahreszahl nehmen, wie ich ja letztes Mal schon sagte, irgendwie Jahr 2000 oder so. Ab da kommen jedes Jahr, was weiß ich, 10 Spiele raus oder sowas. Oder weiß ich, pro Woche eins oder sowas. Oder was auch immer. Oder alle 2 Wochen eins. Kann man ja irgendwie einstellen, bestimmt. Aber auf einmal alle, das ist ein bisschen heftig, finde ich. Ach. Das ist Ünf. So, ich brauche mehr Kohle, gib her. So. Können wir uns eigentlich im Game noch leisten? Irgendwas Gutes? Arcade-Strategie haben wir ja, oder? Ach komm, wir holen uns Räume. So. So, wir holen jetzt einfach Warhammer. Wie gesagt, großes Problem an dem Spiel hier ist tatsächlich die Möglichkeiten. Also, die sind stark begrenzt. Die Frage ist, was bringt mir das, wenn ich jetzt den dicksten Rechner habe? Und im Endeffekt kann ich zwar dann hier ein paar Spiele mehr spielen, aber die brauche ich eigentlich gar nicht, weil die Spiele, die man sich jetzt schon kaufen kann, die haben alle schon 4,5 Sterne oder 5 Sterne. Deswegen ist halt die Frage, muss man das? Wahrscheinlich nicht. Weil ja auch, wenn man es überlegt, 5 Sterne, 5 Sterne, 5 Sterne, die geht ja nicht runter. Das heißt, im Endeffekt ist das sogar kackegal. Meiner Meinung nach, also. Solange kein Qualitätsverlust entsteht bei Spielen im Laufe der Zeit, ist das ja relativ Wumpe, was man macht. Eigentlich brauchst du nur Videos machen, Kohle verdienen, Kohle verdienen, Kohle verdienen und gebieten. Over bin ich jetzt in 009. Over 009. So, hier, da. Mach. Ich bin gespannt, wo das Spiel noch hinführt. Also, da bin ich echt gespannt drauf. Oder man müsste echt sagen, ab 10.000 kriegt man pro Video 500 Abonnenten oder so. Damit das zügiger geht, sag ich mal. Wir gucken jetzt einfach mal, wie viele Abonnenten wir kriegen. Gucken wir einfach mal. Wir haben jetzt 10.850, gerade mal 120. Da müssten wir 100 Videos, fast 100 Videos machen, damit wir 100.000 erreichen. Und das ist schon eine Menge. Obwohl 614 haben wir jetzt für 5 Videos gekriegt. Das geht. Aber halt, wir kriegen mächtig wenig Geld. Das ist halt auch so eine Sache. Wir können uns hier die Rage 7 echt holen. Oder aber diese Maus hier. Aber sonst. Neue Lautsprecher. Neue Software können wir auch noch nicht holen, weil wir dafür den Rechner brauchen. Ich würde sagen, wir sparen als erstes auf den Rechner hier. Darauf geschissen. Die 5.000, die kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder Arc machen, ne? Genau, Arc 011. Machen wir auch noch eben. So, als Abschluss, letztes Video, machen wir jetzt Arc 011. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn mache. Es kann gut sein, dass ich tatsächlich hingehe und einfach sage, ich mache einfach Videos, bis wir 100.000 haben. Oder ich cutte so zwischendurch. Dass ich dann wirklich so jetzt nur alle so 10.000er Schritte im Video mache. Oder alle 20.000 oder so. Mal gucken, wie wir das machen. Ich habe es mir noch nicht überlegt. Aber ich werde mir da auf jeden Fall was einfallen lassen. Kann sein, dass ich tatsächlich mal cutte. Dann die Videos.
dass wir dann halt so kleine Sprünge machen. So, 11.000 haben wir erreicht. $223 haben wir, gut. Dann würde ich erstmal sagen, dann war es das aber mit dem Video. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Video Blogger Story. Tschüssingen.